Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren schnellen und zerbrechlichen Platin mit einem Spiel von Eastasia Soft Alive Paint. Das Ganze könnt ihr kaufen für 4,99 € im Store und ist Cross-Buy PS4 und PS5. Bedeutet, für diese 5 Euro bekommt ihr auf jeden Fall beide Versionen. Spiel ist schon einen Monat alt, ist irgendwie total an mir vorbeigegangen. Keine Ahnung warum. Als allererstes solltet ihr in die Einstellungen gehen und die Cursor-Geschwindigkeit etwas runterdrehen. Ich persönlich mache sie auf 2, da es dann einfach angenehmer ist und einfacher ist, die Bilder auszumalen. Denn darum geht es in diesem Spiel. Wir müssen hier Bilder ausmalen. Wir haben hier oben die Farbpalette und jetzt drücken wir hier ganz schnell innerhalb von 10 Sekunden ganz viele Farben an. Da bekommen wir dann dementsprechend die erste Trophäe. Blue, no green. Da müssen wir 20 Mal innerhalb von 10 Sekunden die Farben ändern. So, habt ihr euch dann eine Farbe ausgesucht? Welche Farbe das ist scheißegal. Dann müsst ihr hier dementsprechend das Bild einmal ausmalen. Ihr könnt dabei den X-Button gedrückt lassen und einfach dann mit dem linken Analogstick über die freie Fläche fahren, um das Ganze halt dann dementsprechend hier auszumalen. Dann gibt es hier dann dementsprechend die nächste Trophäe, damit ihr hier das Cover ausgemalt habt. Dann gehen wir hier auf Spielen. Ja, wir haben hier mehrere Levels. Ihr müsst auf jeden Fall 30 Level, also ihr müsst eigentlich alle Level abschließen. Ja, also was heißt Level Bilder? Besser gesagt, die müsst ihr alle ausmalen. Für die Trophäen müsst ihr insgesamt 30 ausmalen. Ihr müsst aber mehr ausmalen, um das letzte Bild freizuschalten für die letzte Trophäe im Prinzip. Dann gehen wir jetzt einfach hier mal auf das erste Bild. Ja, das ist ein Anker, den malen wir jetzt aus. Wenn der ausgemalt ist, fängt er an, kurz hin und her zu schwingen. Dann geht er hier auf dieses Symbol. Ja, da ist jetzt aktuell ein Play-Button. Wenn der Anker aber wackelt, ist da ein Pause-Button. Den müsst ihr dann drücken für eine weitere Trophäe. Dann hier halt, wie gesagt, erstmal das Bild ausmalen. Jetzt wackelt der. Jetzt einfach hier anhalten und ihr bekommt die Trophäe Halt. Dann geht's weiter ins nächste Level. Das macht ihr hier unten dann auf dem Weiter-Button. Jetzt habt ihr hier den Bär. Den malt ihr hier einfach mal komplett aus. Zack. Und für die nächste Trophäe müssen wir dann dementsprechend, wenn der Fetch ausgemalt ist, hier das Interface einmal anmalen. Ja. Ich bin jetzt aus Versehen natürlich auf das Häuschen mitgegangen, aber da bekommt er dann dementsprechend hier die nächste Trophäe. Need a Packaging. Ja. Dann gehen wir weiter. Hier gefährliche Bombe. Nee, Quatsch. Wir sind eigentlich ganz richtig. Wir holen uns die nächste Trophäe. Wir gehen hier einfach mal auf Zufallsbild. Dann bekommt er hier in Rot was angezeigt. Dann bekommt er hier die nächste Trophäe Destiny, damit ihr ein Zufallsbild ausgewählt habt. Dann holen wir uns die nächste Trophäe. Ihr solltet jetzt 10-mal den Dreieck-Button hintereinander drücken, um die nächste Trophäe zu bekommen. Handy-Tipps. Jetzt habt ihr schon 54%. Jetzt könnt ihr das Bild hier gerade schnell ausmalen. Müsst ihr so oder so. Und dann gehen wir hier wieder auf den Home-Button, damit wir hier nicht durcheinander kommen und schön der Reihe hier bleiben. Geht er dann hier wieder auf die erste Seite. Da haben wir ja die ersten zwei Bilder ausgemalt und dann machen wir hier bei Bild Nummer 3 weiter. Wie gesagt, ihr haltet jetzt einfach den X-Button immer gedrückt und fliegt einfach mit dem Cursor über die freien Flächen und malt hier einfach die Bilder aus. Wie gesagt, dafür gibt es dann dementsprechend auch Trophäen. Hier haben wir jetzt 5 Bilder schon ausgemalt. Gibt es dann dementsprechend die Trophäe. Und so macht er das Ganze jetzt einfach weiter. Ja. Ich werde euch natürlich wie immer das komplette Video zeigen. Wir holen gemeinsam hier die Platin. Ihr könnt das Video gerne nebenher laufen lassen und mit mir zusammen dann dementsprechend die Platin holen. Wenn ihr Bock drauf habt, würde mich natürlich sehr darüber freuen. Gibt natürlich auch immer ein bisschen Watchtime. Ja, damit unterstützt ihr mich natürlich. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr nett von euch. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja. Und davon mal abgesehen, ja, kennt man meinen Kanal so. Also bei mir gibt es immer die kompletten Videos. In der Regel, ja, es gibt Ausnahmen. So, jetzt haben wir hier schon 10 Bilder ausgemalt. Gibt es dann dementsprechend die nächste Trophäe. Wir machen natürlich weiter hier. Zack. Hier die Bratpfanne mit Spiegelei. Hep. Dann geht es weiter. Hier ein kleines Geschenk. Also ihr seht, das geht recht schnell. Also ihr solltet hier, denke ich mal, in 7, 8 Minuten oder was, sollte da durch sein. Also da ist eigentlich gar nichts Schweres dabei und ihr habt natürlich die Möglichkeit, das Ganze auch 4-mal zu platinieren, wenn ihr euch das Ganze noch im US-Store kauft. Ja. Wie gesagt, 5 Euro. Könnt natürlich mal warten, bis es eventuell vielleicht irgendwann im Angebot ist. Könnt es mal auf die Wunschliste setzen. Ist natürlich ganz euch überlassen, ob ihr die 5 Euro dafür ausgibt. Na,
Ja, und wie gesagt, das mit dem Cursor, also da solltet ihr die Geschwindigkeit auf jeden Fall ein bisschen herabsetzen. Sonst, ja, meiner Meinung nach dauert es dann ein bisschen länger, weil der Cursor, der fliegt dann über den Bildschirm. Das ist abnormal. Deswegen, also ich finde, auf Stufe 2 ist völlig okay. Da hat man das Ding noch unter Kontrolle. Aber wie gesagt, das ist natürlich eine Entscheidung, die könnt ihr dann im Endeffekt selbst treffen. Ich gehe da meistens halt nur ein bisschen von mir aus, wie es für mich am besten ist. Was dann ihr draus macht, ist natürlich, wie gesagt, eure Entscheidung, eure Sache. Aber ich persönlich finde halt, so ist es tatsächlich angenehmer, das Ganze zu bearbeiten hier. So, hier, Giraffe. Ja, die hat natürlich ein paar Flecken. Ja, da dauert es halt ein kleines bisschen länger. Hep, hep. Und weiter geht's. Zack. So, nächstes Bild fertig. Hep. So, hier Spielkarten. Ihr könnt das natürlich auch gerne in anderen Farben ausmalen. Wie gesagt, die Farbe spielt wirklich keine Rolle, aber wenn ihr natürlich Langeweile habt und Bock drauf habt, die Bilder richtig schön auszumalen mit verschiedenen Farben, lasst euch gerne gehen. Tut euch keinen Zwang an. Oder wenn ihr Kinder habt, könnt ihr das Ganze natürlich gerne eure Kinder machen lassen. Jetzt haben wir hier schon 30 Bilder, also ihr seht, das geht recht fix. Wir müssen aber, wie gesagt, noch weitermachen, damit wir das letzte Bild freischalten. Und dafür müssen wir halt alle Bilder erstmal ausmalen, die es aktuell gibt. Ah, da habe ich, glaube ich, was vergessen. Hier ist Auge, genau. So, an manchen Stellen, wenn die Animation kommt, da können wir weitermachen. Das ist das Bild, was wir, glaube ich, mit das Zufallsbild, das ist schon ausgemalt. Das müssen wir halt nicht mehr ausmalen. App, so. Zack, zack, zack. Das nächste Bild. Ja, manchmal ist der Cursor wird ein bisschen langsam, wenn diese Animation da startet. Ne? Also nicht wundern. Dann wird er mal zwischendurch kurz langsam. So, zack, hier noch den Flipperautomat. Der Flipperautomat kommt, wisst ihr, ist es nicht mehr viel. Dann hier das Sparschwein noch. Dann sollten wir es hier auch gleich dann dementsprechend haben. So, hier Schildkröte. So, hier noch die Insel. Yep. Oder Schatzkarte. Es könnte auch eine Schatzkarte sein, man weiß es nicht. So, hier Pizza Fungi. Ja. Bisschen Basilikum, Pilze. Ich glaube, ein paar Zwiebeln, Tomaten sind auch mit am Start. Yep. Und da sind wir auch schon am Ende angelangt. Ja, da steht's ja. Es sind insgesamt 46 Bilder, die ihr ausmalen müsst. Ja, also 45 müsst ihr machen, damit er das 46. freischaltet. Dann geht er hier drauf auf süße Trophäe und dann malt ihr das hier einfach aus. Ja. Zack, 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 zack. Und da habt ihr die letzte Trophäe, Legendary Artist 100%. Und da ist die begehrte Platin Color Master. Und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.